erstmal wieder warm fahren. Letztes Jahr hat es Volz nicht mal in den Gauntlet geschafft. In diesem Jahr wollen wir in die Top 5. Hey, kannst du nicht aufpassen? Was ist sein Problem? Wir könnten die sein, die Ravenwest besiegen. Glauben Sie, ein Team wie Seneca hat eine Chance gegen Nathan McCain? Höchstens mit zwei Yume Tanakas. Die Teams müssen hier mit beiden Wagen alles geben, um eine Chance zu haben. Aber wenn der Neuling gut ist, dann... Nur zu, Baby. Dafür sind wir hier. Dieses Jahr lautet Senecas Ziel, vor Volz zu landen. Aber jetzt, da es so gut für sie läuft, sollten sie ihre Ziele vielleicht etwas höher stecken. Und bei Grid ist niemand so weit oben wie Ravenwest. Mal schauen, dass wir Platz haben zum Überholen, wenn wir denn soweit sind, dass wir das so angenehm können. Okay. An die Bremse müssen wir uns auch wieder gewöhnen. Schauen wir mal, ob das noch was wird.
da brauche ich jetzt ein bisschen Zeit, um mich da wieder einzugewöhnen. Aber das ist ja normal. Okay, verschaltet. Da habe ich mich verschaltet. Ja, verschaltet und dann ist mir das Heck weggegangen. Das ist dann natürlich etwas schwierig. Aber gut, wir fahren uns warm. Okay, ich darf nicht so weit runterschalten. Boah, da rammt er mich raus. Das Rennen. Ja, es ist was anderes, wenn man die langsamen Autos anfängt. Und wieder was ganz anderes, wenn man direkt mit den schnellen Autos einsteigt. Neu starten. Aber gut, muss man durch, ne? Danke, kann ich gebraucht. Dritter.
echt aufpassen in die Kurven. Bei diesen Autos muss man viel mit Drehmoment arbeiten, statt mit PS. Es rutscht einem direkt das Heck weg. Doch ganz gut aus bisher. Solche Rennwagen zu fahren, mit H-Schaltung und Kupplung, ist dann doch schon was anderes. Ich muss mal schauen, ob ich das Shift-Pedal repariert bekomme. Bin halt nicht so der Bastler und trau mich dann ehrlich gesagt nicht, das Lenkrad auseinanderzubauen. Weil wenn es am Ende nicht mehr geht, habe ich halt ein Riesenproblem, ne? So kann ich halt aktuell die H-Schaltung nutzen. Allerdings nicht für die superschnellen Rennwagen. Da muss ich dann immer auf Automatik gehen. Oder Schaltung ohne Kupplung. Was aber ein sehr merkwürdiges Gefühl ist. Die H-Schaltung zu benutzen ohne Kupplung. Und ich habe das Ding ja gekauft, um ein bisschen Realismus zu haben. Da wäre es ja völliger Schwachsinn, die Kupplung zu deaktivieren und die H-Schaltung einfach durchzuroppen. Ja, aber das Spiel ist wirklich sehr gut spielbar. Wie eigentlich alles, was man so von Codemasters die letzten 30 Jahre gekriegt hat. Da kann sich, oder konnte sich schon immer, Need for Speed eine Scheibe von abschneiden. Need for Speed ist halt brutal arcade-lastig. Fährst du mit 250 Sachen in die Kurve rein. Steht einfach nichts. Hier ist so ein guter Spagat, sage ich mal, zwischen Arcade-lastig und Sim will ich jetzt nicht sagen, aber man muss dann doch schon ein bisschen die Physik der Autos beachten. Und das ist gut. Das ist gut. So, Forza zum Beispiel ist ja dann noch einen Schritt weiter in Rennsim. Und ja, ich habe alle Forza-Teile, die alle gezockt. Die Liebe, ich sag mal. Als ich mir dann noch vor ein paar Jahren die PS4 Pro geholt habe, Gran Turismo, war ich erstmal bitter enttäuscht von Gran Turismo. Das fühlt sich sehr arcade-lastig. Sehr. Ich verstehe nicht, warum es immer heißt, the ultimate driving experience oder